Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Angezockt. Wir spielen heute Maggie Cat. Ein wunderbar niedliches Spiel, so mal den Mauspfeil rausgenommen. Ich habe es geschenkt bekommen und ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr über dieses Geschenk gefreut. Und ja, wir starten dann auch mal direkt rein. Ich weiß noch nicht, wie lange wir spielen. Wir schauen mal. So, wir machen ein neues Spiel. Sie ist... Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Oh mein Gott. Egg, egg, egg. Miau, miau, miau. Egg, egg. Oh mein Gott. Der hat uns beklaut. Hast du das süß gemacht. Miau. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Ja, also... Sehr bewegend. Miau. Miau. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Miau. Ach, schön. Sehr schön. Also, ich habe es so verstanden. Ich hoffe, ihr auch. Wir wurden einfach beklaut und, naja, von einem fiesen Affen. Und ich nehme an, wir müssen uns diesen Kristall oder was das war zurückholen. Das ist so ein bisschen wie so früher bei Super Mario. So einzelne Stages. Into Forest. Gut. Dann starten wir mal rein. Ich bin gespannt. Ich bin in sowas echt nicht gut. In solchen Jump'n'Run spielen. Oh je, ich habe schon Angst. Oh, ist das süß. Ich hoffe, meine Tastaturbelegung passt so einigermaßen. Ah, okay. Wir können jetzt schon angreifen. Das ist schön. Wir warten mal, bis das Viech in der Reichweite unseres Angriffs ist. Ah, nein. Okay. Das reicht schon. Zwei Schläge. Gut. Oh, das ist so niedlich. Ich finde die so süß. Was spuckt die da eigentlich? Sind das etwa... Oh Gott, nein. Ich glaube, das sind garantiert solche schönen Fellmäuse, die Katzen so gerne auswürgen. Na lecker. Ich möchte nicht unsere Gegner sein. So. Oh. Ein bisschen zu tief gesprungen. Egal. So wie ich das sehe, müssen wir da oben sowieso hin. Ja, ich glaube, meine Tastaturbelegung ist okay, nicht optimal. Ich muss da am Anfang erstmal alles irgendwie belegen, anders. Oh, wir müssen doch anders. Okay. Oh, wir können, guckt mal. Wir können einen kleinen Moment in der Luft fliegen. Ach, wie cool. Okay, das muss ich mir merken. Oh, das ist echt niedlich. Oh, das ist so süß, das Spiel. Kann ich? Ah, und crouchen können wir auch. Na, perfekt. So, dann müssen wir wieder kämpfen. Ich habe eigentlich... Ach da, jetzt geht's. Ich habe nämlich so eine Dash-Attacke. Ach, wie cool. Sehr schön. Also wir haben unsere Fake-Knäuel. Ich sag jetzt einfach mal, das sind Fake-Knäuel. Das sieht halt so aus. Ich bin mir auch ganz sicher, dass das Fake-Knäuel sind. Was sollten wir sonst ausspucken? Was ist das hier? Das muss doch irgendeinen Sinn haben. Kann ich nach unten? Nee, ich kann nicht nach unten dashen. Guckt mal, wir müssen doch irgendwie hier die Wand aktivieren, oder? Sehe ich das nicht richtig? Ne, klappt nicht. Na gut, mal gucken, ob wir das noch rauskriegen. Holen wir uns erstmal das hier oben. Das wäre ja auch Quatsch, wenn ich die Wand hier aktiviere, dann komme ich doch auch gar nicht mehr hier lang. Nee, so ganz Sinn macht das eigentlich nicht. Hm, der kommt hier nicht so richtig. Warte mal, wir machen mal die Dash-Attacke. Damit mache ich direkt auch so viel Schaden, dass ich die direkt besiege. Oh, ich mag das auch, diese Slimes. Das ist ja so diese typischen Gegner von jedem Rollenspiel. Sei es Ragnarok oder sonst was. Ich verbinde tatsächlich immer, ich muss als erstes an Ragnarok Online damals denken, weil ich dieses Spiel einfach geliebt habe. Checkpoint kostet uns 10 solcher Gläser, die wir nicht haben. Oh, haben wir da wohl was übersehen? Ich weiß nicht. Wir können jetzt leider nicht speichern an der Stelle, das ist ja blöd. Aber eigentlich habe ich nichts gesehen, wo wir hätten noch hingekonnt. Hier da unten gibt es noch ein Glas und da auch, okay. Wenn wir noch ein Glas dann noch bekommen, dann können wir das speichern. Oh, guck mal, da ist noch eins. Ui, ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir lang sollen. Hier geht es gerade irgendwie überall lang. Hm, na gut. Ach so, hier geht es gar nicht weiter. Okay, ich weiß nicht, ob wir den Checkpoint überhaupt brauchen, aber ich nehme ihn mal. Ich benutze ihn mal. Hoch und Attacke. Ach, das können wir auch. Ach, das ist ja cool. Guck mal, wir können unsere Kätzchenbällchen auch nach oben werfen. Ach, cool.
Aber irgendwie kriege ich es gerade nicht hin, hier den zu aktivieren. Hoch und geht nicht. Ich versuch's, aber es geht nicht. Hä? Das gibt's doch nicht. Ah, okay, wir dürfen nicht runterstehen, wir müssen wirklich das dann anspringen. Okay. Das ist süß. Ach, die Geräusche sind so schön. Hier, wenn wir hier lang. Hört ihr das? Ach, voll süß. Na, kommst du her? Nee, traut sich nicht. Ha, ich würde mich auch nicht trauen bei so einer angsteinflößenden Katze. Ah, da sind die Taler einfach runtergefallen. Gerade habt ihr das gesehen. Ja, da springe ich jetzt nicht extra wieder runter. Ich generell... Oh, hier gäbe es auch einen Checkpoint. Aber gut, so viele brauchen wir nicht. Ja, generell bin ich bei solchen Spielen tatsächlich nicht so drauf aus, alles einzusammeln, was es gibt. Also was ich sehe, möchte ich auch mitnehmen. Aber ich lege es echt nicht drauf an, so jeden kleinen Scheiß einzusammeln bei so einem Spiel. Dafür habe ich nicht die Geduld, muss ich ehrlich sagen. Hatte ich noch nie. Auch als Kind nicht. Na, no, ist das süß. Ich vermute fast, ja, wir müssen oben lang. Okay, also das hier nehme ich schon mit. Das ist halt so offensichtlich, dass ich es nicht da lassen möchte. Oh, warte mal, ich sehe doch da was. Ah, wir können also auch Wände kaputt hauen. Das ist echt süß. Ich frage mich, ob da noch mehr dazu kommt. Also das wird garantiert noch ein bisschen kniffliger als nur das hier. Da stand ja auch Intro. Das wird wahrscheinlich so eine Art Tutorial noch sein. Wo wir erstmal so die grundlegenden Sachen benutzen, um das auch zu lernen. Oh, eigentlich wollte ich das hier machen. Ah, Mist. Komm, wir dashen den. Süß. Oh, oh, oh. Okay, ah, wir können... Oh, scheiße. Da war ich nicht hoch genug. Wir können also auch oben drauf springen. Das ist ja nicht immer so. Also das weiß man ja immer. Ist von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Ob man auch Gegner drauf springen kann oder ob einen das dann ebenfalls verletzt. Deswegen probiere ich das immer ungern aus. Oh, guck mal. Wenn wir auf den roten Schalter springen, dann sieht das so aus, als würde sowohl der rote Diamant dort aktiviert werden, aber auch die ganzen Slimes drumherum. Okay. Kriegen wir hin. Ach, wir müssen die sogar besiegen, damit wir... Okay. Warte mal. Oh Gott, ich sehe gerade Timer. Ach du Scheiße, sowas kann ich ja leiden. Nein, dran vorbei. Ah, Psst. Oh, sowas hasse ich. Kennt ihr das noch von früher hier? Vom N64 mit Mario. Also Super Mario N64, so. Da musste man auch so einen Timer aktivieren und in der Zeit rote Münzen sammeln. Oh Gott, habe ich das... Ich kann den Dash nicht machen. Ich kann nicht mehr dashen, aus irgendeinem Grund. Anscheinend ist das begrenzt, wie oft man dashen kann. Oh, das ist blöd, das werden wir hiermit nicht schaffen. Oder? Schaffe ich das? Oh, wir haben es geschafft. Ah, das ist ja blöd, ich kann nicht mehr dashen jetzt. Ah, Mist. Ich hoffe, ich brauche das jetzt nicht irgendwo gleich, um eine Wand kaputt zu machen oder so. Okay, da kann man nicht ran. Das ist so süß, das Spiel. Vielen, vielen Dank nochmal für das wunderschöne Geschenk. Ich mag das sehr. Ich liebe Katzen einfach. Also wer schon eine Weile meine Let's Plays guckt, der wird es wahrscheinlich wissen. Also öfter rennen ja meine Katzen gerne mal durch den Bildschirm. Die zwei kleinen Biester. Oh nein, schaffe ich das? Ja. Oh, guck mal, das sieht so aus. Hier ist doch Ausgang, oder? Oder geht es nur weiter? Es geht nur weiter, okay. Oh, oh. Rote Pfeile. Okay, das sieht hier ganz, ganz stark nach Endgegner aus. Und wir können nicht speichern. Warum habe ich denn... Verbrauche ich die mit dem Dash? Kann das sein? Ich habe nicht darauf geachtet. Ich glaube, ich verbrauche die Dinger für den Dash. Ach du Scheiße. Okay, ein Riesenslime. Okay, was mache ich jetzt? Kann ich hier hoch? Okay, ich kann hier hoch. Oh Gott. Okay, schnell rüber. Oh Gott. Nee. Oh Gott, der wird schneller. Nein, ich komme nicht hoch. Ich komme nicht hoch. Oh Gott, nein. Oh Gott, ich kam da gerade die Wand nicht hoch. Oh Gott, jetzt geht er mich, oder? Okay, ich kann hier stehen bleiben, aber wahrscheinlich nicht lange. Ich nehme nicht an, dass das eine gute Idee ist, da die ganze Zeit zu stehen. Oh Gott, nein. Ich bleib hier oben. Ganz ehrlich, ich bleib hier oben. Die kommen hier bestimmt gleich irgendwie hochgeflogen oder so. Aber solange nicht, bleibe ich hier. Also, oh Gott, das Viech wird auch immer schneller. Oh je. Na los. Kann ich unendlich werfen? Ich weiß es nicht. Dash geht ja scheinbar nicht unendlich. Also weiß ich nicht, ob die Fake neu unendlich sind. Bis jetzt sieht es so aus. Oh, wir haben es geschafft. Okay.
Ja gut, das war jetzt einfach, indem man da oben stehen bleiben konnte. Oh, ist das niedlich. Oh, wie die sich freut. Oh. Das ist vom Niedlichkeitsfaktor schon so ein bisschen wie Kirby hier gerade. Kirby war auch immer so extrem süß, wenn er einen Boss besiegt hat, immer dieser Tanz. Das war so schön, wenn er sich immer in diese mehreren Kirbys dann verwandelt hat. Also, der hat sich ja dann so vermehrt und dann haben die alle diesen Tanz gemacht. Das war so schön immer. Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob ich darüber springen kann. Ich gehe mal lieber hier lang. Hier haben wir jetzt scheinbar zwei Möglichkeiten. Wie sieht die Zeit aus? 10. Ja, komm, da können wir noch ein bisschen spielen. Komme ich hier vorbei? Ich will nur die Credits einsammeln. Ich nenne es mal Credits, weil da C drauf... Ich glaube, da steht C drauf. Nee, ich glaube, das ist gar kein C. Underground Pond? Okay, ein unterirdischer See oder Cave of Quaid. Ich finde das hier ganz schön mit dem Teich. Ja, das würde ich mir gerne angucken. Ich weiß gar nicht, ob das wie früher ist bei Super Mario, wenn ich dann das Spiel beende, ob ich dann wieder von vorne anfangen muss oder ob ich dann da weiterspielen darf. Kann ich schwimmen? Ich kann schwimmen. Eine Katze, die schwimmen kann, das finde ich eher sehr gut. Bei vielen Spielen stirbt man ja, wenn man ins Wasser fliegt. Oh Gott, was seid ihr denn? Oh oh. Fliegeviecher. Deswegen können wir auch das hier machen. Okay, verstehe. Das wird jetzt wahrscheinlich auch nötig werden. Oh, gut, dass wir so weit werfen können. Oh, oh. Na, komm ich ran? Perfekt. So. Okay, da unten müssen wir aber auch noch hin. Da ist noch ein Getränk. Und das brauchen wir scheinbar auch für die Dashes. Das muss ich mal ausprobieren. Sonst erklärt sich mir nicht, warum wir vorhin so viele verbraucht haben, wenn es nicht so wäre. Ah, guck mal. Ich schwimme auf dem Wasser, wenn ich oben bin. Da muss ich keine Angst haben. Oder? Nee, jetzt schwimme ich nicht. Okay. Na gut. So, hier haben wir wieder einen Knopf. Ah, okay. Das ist auf Zeit, ne? 5. Aber ich muss eh da unten nochmal hin, wegen dem Getränk. Und das machen wir auch. Ach, nee. Guck mal. Anders. Ah, ich verstehe. Oh. Oh, der kommt aber tief. Habe ich nicht erwartet. Na komm, den... Ich generell... ich komme nicht runter. Jetzt. Okay. Komisch, manchmal schwimmt man da oben drauf, manchmal nicht. Guck mal, jetzt sind wir wieder nach oben geschwommen. Wenn ich aber so reinspringe, falle ich natürlich tiefer gerade. Oh, komme ich da noch hoch? Bist du da eigentlich, oder? Ja, ich komme hoch, gut. Na, mal gucken, ob wir das schaffen... Oh, oh, nee, da muss ich erst das Viech besiegen. Das ist hier zu eng. Okay, oh. Machen wir nochmal. Die Credits da, da verzichte ich gerade eben mal drauf. Komm, das schaffen wir. Ich kann leider nicht schneller rennen. Zumindest gab es keine Taste, die mir gezeigt wurde dafür. Ja, perfekt. So, hier müssen wir erstmal den Weg freiräumen. Ah, guck mal, die Credits verschwinden, wenn wir die nicht looten, sehe ich gerade. So, wir haben 12. Wir könnten tatsächlich hier das... was? Wie soll ich da auch ran? Ah. Ja, komm, wir machen das mal. So, holen wir uns mal einen Checkpoint zur Sicherheit. Whee! Oh, das war Glück. Das war Glück. Ja, den haben wir auch bekommen. Ich bin in sowas richtig schlecht, weil ich da immer so... Wow, ich war jetzt richtig gut. Aber normalerweise bin ich in den Dingern richtig schlecht, weil ich dann immer so, wie nennt man das, so unter Druck gesetzt bin, dass ich dann tatsächlich immer Angst habe, alles zu verpassen und dadurch alles verpasse. Ah, jetzt würde ich ja fast gern, ja, ich glaube, ich will nochmal. Weil wir das gerade einfach so gut geschafft haben. Ich habe Angst, dass ich den roten Kristall da nicht nochmal, oh, oh. Ja. Oh, oh. Okay. Holen wir uns auch noch. Und dann können wir hier bestimmt gleich wieder hoch. So. Da unten ist auch noch mal so ein Ding. Kann ich auch die Katzenbällchen nach unten? Nee, kann ich nicht. Aber ich kann die Reichweite gering halten. Wird das was? Ja, perfekt. Na komm. Komm, komm, komm. Nein. Jetzt aber. Ja, ja. Ah. Okay. Das muss irgendwie anders gehen. Ich komme da nicht so unter gerade. Ah. Los. Huch. Ach, habt ihr das gesehen? Oh, wie süß. Nochmal. Die hat gerade so... Ja. Ach, ist das süß. Oh Gott, ist das... Das Spiel ist ja overputzig. Überputzig.
Okay, ich weiß nicht, wie ich da runterkomme. Vielleicht an... vielleicht anders. Sehr gut. Da haben wir wieder einen Timer. Wir müssen aber erstmal den Weg wahrscheinlich wieder freischalten, nehme ich an. Oh, hier müssen wir ja aufpassen. Guckt mal, wir kommen nicht wieder zurück. Okay. Komme ich da überhaupt runter? Oh nee, das kriege ich ja wieder nicht hin hier. Ah, verdammt. Vielleicht hier? Ah, guck mal, der Wasserfall drückt uns tatsächlich runter. Dann kriegen wir das hier noch? Ja. Okay, wie gesagt, Sachen, die ich offensichtlich sehe, die nehme ich auch mit. Also da will ich jetzt nicht dran vorbeirennen extra. Aber das hier wird jetzt schwierig. Also, so wie ich das sehe, kommen wir nicht wieder hoch, wenn wir den Timer gedrückt haben. Oh, okay, man muss wirklich raufspringen. Oh, ich verstehe. Nee, nee, nee. Fix, fix, fix. Schneller, schneller. Okay, geschafft. Oh Gott. Okay. Bin ich mir noch nicht so sicher, ob wir das hinkriegen. Ich muss hier irgendwie... Oh Gott. Oh, ich hasse sowas. Zeitdruck bin ich echt kein Fan von. Wirklich nicht. Oh. Gut, geschafft. Hier sind auch so eine Wasserfälle. Komme ich da hoch? Nee, nur runter. Okay. Hallo, dich lasse ich mal leben. Die sind auch so putzig, die Gegner. Es tut mir echt leid. Ich bin gerade total im Niedlichkeitsrausch. Schlimm sowas. Ja, den würde ich gerne nutzen tatsächlich. Hier vorm Endboss. Ihr seht, die roten Pfeile. Das heißt, der Endboss naht. Na klar. Also immer die Viecher, die uns so begegnen, das sind auch theoretisch dann unsere Boss... Oh, kommt der runter? Okay. Diesmal haben wir nicht so eine schöne Möglichkeit. Ah, nee, nach oben. Einmal bisher. Der wird garantiert auch nochmal ganz viele ausspucken. Ah, die gehen leider nicht so hoch. Okay. Gar nicht mal so einfach. Die Dinger hier drücken einen nämlich immer runter. Und darauf, wenn man da nicht drauf achtet, ist das gar nicht mal so easy. Hier, die Wasserfälle meine ich. Oh, oh, jetzt aber aufpassen. Ich will eigentlich gerne mal die Viecher hier... Ja, genau. Oh, aufpassen. Oh Gott. Da waren sie beim ersten Level echt noch nett zu uns. Mit dem Forest. Wow, okay. Knapp. Gut, dass der nicht auch noch irgendwas schmeißt gerade. Der juckt mir schon wieder die Nase. Ah! Okay. Oh Gott, nein, da hat sie uns erwischt. Ah, die wird halt auch echt immer schneller. Oh, komm, jetzt hau doch mal raus hier. Oh Gott, das werden immer mehr Viecher. Oh, 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 oh. Nein, da hat sie uns erwischt. Das war zu weit. Aber noch sieht es ganz gut aus mit unserer Gesundheitsanzeige. Wir haben einiges an Leben. Nee, weg, weg, weg. Oh, das war knapp. Das war knapp. Oh, oh. Mensch. Okay, geschafft. 18 Minuten. Ich würde eigentlich noch weiter machen. Oh. Ah, da muss man sich ein bisschen beeilen, damit man alle kriegt. Okay. Sehr schön. Haben wir das auch geschafft. Supi. Das Ladezeichen ist auch niedlich. Puh, gut. Wir können jetzt nach oben weiter, aber hier tatsächlich noch nicht. Das müssen wir uns extra verdienen. Okay, verstehe. Aber ich würde sagen, ich will echt noch weiterspielen. Ich will noch nicht aufhören, aber wir machen das in einer anderen Folge. Eigentlich hatte ich ja überlegt, nur eine einzige Folge zu machen. Aber ich finde das so putzig, ich will weitermachen. Ich hoffe, ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ob ihr das auch nur halb so niedlich findet wie ich. Ich bin ja der totale Katzennarr. Also ich glaube, man könnte das furchtbarste Spiel der Welt programmieren. Aber solange der Protagonist eine Katze ist, hat man mich damit auch gewonnen. Obwohl, ich weiß nicht. Na gut, aber das hier ist echt niedlich. Also ich bin ja kein... Doch, ich bin eigentlich ein Jump'n'Run-Fan. Ich mag Spiele, also Jump'n'Runs. Aber ich bin nicht gut darin. Das wirst du euch garantiert auch noch zeigen, wenn es ein bisschen schwieriger wird, dass ich echt nicht gut in Jump'n'Runs bin. Also dann, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem kleinen, niedlichen Spiel haltet. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!